Roboter von Dr. Weini! Erobert den Flughafen, meine mächtigen Roboter! Lasst euch durch nichts aufhalten! Mein Plan läuft absolut perfekt, Protoman. Wenn der Flughafen mir gehört, kann ich die ganze Stadt kontrollieren. Ja! Mich für wahnsinnig, verrückt, übergeschnappt. Nun, vielleicht haben Sie ja recht. Hier ist Captain Lee. Der internationale Flughafen wird von den Robotern von Dr. Weili angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir rufen Megaman. Megaman, du musst uns retten. Sieh an, Dr. Weili und seine Blechganoven sind mal wieder am Werk. Unglaublich, dass wir früher zusammengearbeitet haben. Du musst ihn aufhalten, Megaman. Alles klar, bin schon unterwegs. Ja, wir sind schon unterwegs. Momentchen, wo willst du denn auf einmal hin? Ich komme mit. Du bist wohl falsch programmiert, Schwester. Ich kann keine Mädchenroboter brauchen, die mir im Weg sind. Du hast nur Angst, dass ich besser sein könnte als du. Vergiss es, Roll. Es ist zu gefährlich für dich. Rush, Flugbereitschaft. Ja. Hey, vergiss deine Energiedosen nicht, Megaman. Danke, Eddie. Und jetzt düsen wir los. Beeil dich, Megaman. Dr. Wileys Roboter haben bereits den Tower unter Kontrolle. Megaman wird meine Hilfe brauchen, ob er es glaubt oder nicht. Männer sind doch alle gleich blöd. Selbst Robomänner. Festhalten, Doc. Das wird ein flotter Flug. Megaman, der blaue Bomber! Ich hasse Megaman. Dieser Kerl macht nur Ärger. Achtung an alle Roboter! Zerstört Megaman! Wer wird denn gleich mit Bomben werfen? Oh, ich hab dir doch nicht wehgetan. Darf ich mir das mal ausleihen? Nein, jetzt hast du meine Power. Wieso können wir diesen kleinen blauen Störenfried nicht aufhalten? Vielleicht sollten Sie Ihren Robotern noch ein paar Intelligenzchips einpflanzen, Dr. Weili. Ach, jetzt muss ich Bomben wieder zusammenbauen. Jetzt werde ich Megaman endgültig vernichten. Nein! Wenn einer Megaman vernichtet, dann bin das ich, weil er mein Bruder ist, Dr. Weili. Vergiss nicht, dass ich dich gebaut habe, Protoman! Und dass du mir bedingungslos gehorchen musst! Da haben Sie nicht ganz Unrecht, aber ich gehorche Ihnen nur, wenn ich Lust dazu habe. Warum habe ich ihm keine Disziplin einprogrammiert? Mal sehen, wie viel deine Superwaffen gegen mich ausrichten können, Megatrottel. Ich bin mindestens so gut wie du, Protoman. Das werden wir ja sehen, Kleiner. Das hast du dir so gedacht, Kumpel. Ist denn nur noch ein Bausatz? Komm, Doc, das ist ein Kinderspiel. Cutman, zermalmen wir sie. Mit Vergnügen, Cutman. Heiliger
Mikrochip! Oh nein, ich habe keine Power mehr! Ja, ja! Mega Man ist zerstört! Er ist platt wie eine Konservendose und einer Dampfwolke! Stay tuned! We'll be right back after these messages. We now return to Mega Man! Wir müssen Mega Man zurück zu Dr. Light bringen. Mega Man ist außer Gefecht und der Flughafen gehört uns. Und da sie keinen Luftverkehr mehr hat, werden wir die Stadt bald in die Knie zwingen. Das ist die Schuld von Dr. Light. Wenn er die Roboter nicht erfunden hätte, wäre das nie passiert. Es ist alles meine Schuld, Dr. Light. Ich hätte nicht mitkommen dürfen. Mega Man hat getan, worauf er programmiert ist. Er wollte Leben retten. Oh, Eddie hätte ihm noch mehr Energiedosen geben sollen. Werden Sie ihn wieder hinkriegen? Ich weiß nicht, Roll, aber ich werde alles versuchen. Das ist mein Vater. Ich bin ein kleiner Junge. Was redet er da, Dr. Light? Sein elektrisches Gehirn dürfte ein paar Kurzschlüsse haben. Er träumt von seiner Vergangenheit. Ich erinnere mich noch gut. Dr. Wily war damals mein Assistent. Das ist mein erster Roboter-Prototyp. Wenn er funktioniert, Dr. Wily, wird er der erste von vielen sein. Ja, eine Welt voller Roboter. Wir werden Hunderte bauen. Industrielle Roboter, Haushaltsroboter, Straßenbauroboter, Bergbauroboter, Transportroboter. Und sie werden alle der Menschheit dienen. Jetzt kommt der große Augenblick. Er funktioniert, Dr. Light. Da ist was schiefgelaufen. Halt! Ich befehle dir aufzuhören. Er gehorcht nicht. Es muss ein Fehler im Computersteuerungssystem sein. Ich fürchte, ich werde ihn umbauen müssen. Aber ich habe das System doch programmiert. Es muss an etwas anderem liegen. Nein, es ist bestimmt das Steuerungssystem. Wir müssen die Pläne vernichten und von vorn anfangen. Ja, aber natürlich, Dr. Light. Sie haben so recht wie immer. Ich werde die Pläne vernichten. Genau das habe ich gewollt. Er will meine Arbeit vernichten. Das werde ich nicht zulassen. Was machen Sie mit diesen Plänen, Dr. Wily? Sie sollten sie doch vernichten. Niemals! Oh! Sie sind ja nur neidisch auf mich. Sie haben das System wahrscheinlich sabotiert, damit ich nicht berühmter werde als Sie. Tut mir leid, aber von jetzt an werde ich im Rampenlicht stehen. Dr. Wily, kommen Sie zurück. Sie dürfen diese Pläne nicht verwenden. Sie sind gefährlich. Und wenn alle über mich lachen, sollen sie doch. Niemand weiß, wie genial ich bin. Schon als kleiner Junge haben mich die anderen Kinder nie verstanden. Ich hatte nicht mal so schöne Spielzeuge wie die anderen. Doch jetzt baue ich sie mir selber. Robo-Spielzeuge. Und ich werde sie auch allein kontrollieren. Die Menschen sind ja so unvollkommen. Roboter sind ihnen weit überlegen. Meine Roboter werden die gesamte Menschheit beherrschen. Und zwar unter meinem Befehl. Ich glaube, jetzt habe ich alle Fehler behoben. Ich nenne ihn Rock. Mein neuer Robo-Prototyp. Also, mal sehen, ob er funktioniert. Hallo, mein Name ist Rock. Und wer sind Sie? Ich bin Dr. Light. Ich habe dich gebaut. Sind Sie mein Vater? In gewisser Weise ja.
Oh, ich sehe ja wie ein Mensch aus. Und ich habe dich so programmiert, dass du dich auch wie ein Mensch fühlst. Toll, das gefällt mir. Ich zeig dir was, Rock. Ich habe diesen kleinen Haushaltsroboter gebaut. Ihr Name ist Roll. Die ist aber hübsch. Ja, und sie ist sozusagen deine Schwester. Tag, ich bin Rock, dein Bruder. Ich bin Roll. Wir sind eine große Familie und ihr beide werdet mir dabei helfen, eine völlig neue Welt zu erschaffen. Das ist Cartman, ein Holzfäller-Roboter. Und das ist Gutsman, ein Bauroboter. Er ist unglaublich stark. Und dieser kann mit seinem Super-Eisstrahl alles einfrieren. Fantastisch! Sie werden der Menschheit sicher von großem Nutzen sein. Ja, aber es ist spät und höchste Zeit für junge Roboter ins Bett zu gehen. Die drei Roboter sind im nächsten Zimmer. Absolut perfekt. Die drei werden die ersten Soldaten in meiner Armee sein. Dr. Wiley, was machen Sie hier in der Lagerhalle? Ich hole mir nur, was mir zusteht, Kollege. Sie wollen unsere Roboter stehlen, Dr. Light. Da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Haltet sie auf, meine Roboter! Vergessen Sie es! Sie werden nur mir gehorchen! Ihr Wunsch ist uns Befehl, Dr. Wiley. Er hat sie umprogrammiert. Dann werde ich euch eben aufhalten. Bringt sie in mein Labor. Lassen Sie Rock und Roll in Ruhe, Dr. Wiley. Ich denk nicht dran. Die zwei ergänzen meine kleine Robotersammlung perfekt. Und sie sollten sich mir nicht in den Weg stellen, Doktor. Wenn sie's tun, wird Iceman sie schockgefrieren. Los, zeig es dem Doktor, Iceman. Und wenn sie uns verfolgen sollten, bekommen sie es mit Cartman zu tun. Hey! Loslassen! Nein! Rock und Roll! Ja, das finde ich auch. Aber was will Dr. Wiley nur mit Rock und Roll anfangen? Was werden sie nur mit ihnen anstellen? Rock, Mega, Mega! Right back! Messages! We now return to Mega Man! Wie gefällt euch meine neue Festung? Ich werde mir alle guten Roboter holen, die Dr. Light je gebaut hat. Und sie so umprogrammieren, dass sie der Menschheit schaden wollen. Aber das dürfen sie nicht. Ach was? Er hat recht, Brutoman. Ich bin ein böser Wissenschaftler. Hey, du solltest dich freuen, Rock. Wir beide sind Brüder. Wir wurden nach demselben Plan gebaut. Wenn Dr. Wiley dich reprogrammiert, kannst du an unserer Seite um die Macht über die Menschheit kämpfen. Schlag dir das aus deinem roten Blechschädel. Nur eine klitzekleine Reparatur und du wirst bestimmt ganz anders darüber denken. Aufhören, Dr. Volltrottel! Ich heiße Dr. Wiley! Volltrottel passt aber viel besser zu Ihnen. Es wird mir eine Freude sein, dich neu zu verkabeln. Halt! Aufhören! Und warum sollte ich aufhören? Weil Sie am Leben bleiben wollen. Mein Vater hat nicht nur uns, sondern auch super Kampfroboter gebaut. Und Sie sind schon hierher unterwegs, um Ihnen Ihren Schnurrbart auszureißen. Das sind gemeine Kampfmaschinen. Roboter können nicht lügen. Also sagt er die Wahrheit. Aber wieso weiß ich nichts von den anderen Robotern? Kann man sie irgendwie aufhalten? Machen Sie uns los und ich sag's Ihnen. Lass sie frei. Danke, Doc. Also,
Nun sag mir, wie ich diese Roboter aufhalte. Ganz einfach. Zuerst schnappen Sie sich so ein Ding, wie es da drüben steht. Und dann schleudern Sie es auf Sie drauf. Ungefähr so. Sehen Sie? Funktioniert immer. Du hast uns reingelegt. Aber Roboter können doch nicht lügen. Wir haben die Gastfreundschaft lang genug strapaziert. Düsen wir ab. Hol uns sofort hier raus, Protoman! Und jetzt erledige sie! Halt dich fest, Bro! Du Vollidiot, hast sie entkommen lassen! Keine Angst, wir werden diesen lästigen blauen Blechzwerg schon kriegen. Und dann wird er auf unserer Seite sein. Das will ich hoffen. Für dich, Freundchen. Sind Sie böse auf mich? Ich musste ihn anlügen, sonst wären wir nicht entkommen. Das ist schon in Ordnung, Rock. Du hast dich und deine Schwester gerettet. Es waren deine menschlichen Gefühle, die dir bei dieser Flucht geholfen haben. Aber wir stehen immer noch vor einem großen Problem. Dr. Wily und Protoman werden zurückkommen. Und es gibt nur einen Weg, sie aufzuhalten. Also, was schlagen Sie vor? Ich muss dich umbauen in einen großen, starken Kampfroboter. Und mit deiner Mischung aus Intelligenz, Gefühlen und Entschlossenheit wirst du allen anderen Robotern überlegen sein. Das wäre ja irre. Mein Bruder, ein Super-Roboter-Held. Sieht einfach fantastisch aus. Er ist das Beste, was ich je gebaut habe. Und ich nenne ihn Mega Man. Mega Man. Das gefällt mir. Aber du bist auch mein Sohn Rock. Und ich habe noch eine Überraschung für dich. Das ist Rush. Er wird dein treuer vierbeiniger Begleiter sein und dein Transportmittel. Mega, Mega! Hey, hör auf, mich abzuschlabbern! Dann zeig mal, was du kannst! Wie du siehst, kann er sich in alle möglichen Fluggeräte oder Fahrzeuge verwandeln. Du bist ein ganz schönes Multitalent, Kleiner. Ja, braver Junge. Und mit diesen Batteriehundekuchen kannst du ihn wieder aufladen. Hey, wir beide werden ein Spitzenteam abgeben. Du meinst wohl wir drei? Du liebe Zeit, mein Digitaltransistorenschwand, nichts Gutes. Während Dr. Light dich umgebaut hat, habe ich einige Verbesserungen an mir durchgeführt. Hoppla, ich glaube, das könnte noch verbessert werden. Aber jetzt können wir gemeinsam kämpfen, Mega Man. Bei dir ist wohl ein Schaltkreis heiß gelaufen. Nein, nein, das kannst du vergessen. Wir werden ein tolles Team sein, nur ich, Rush und Mega Man. Mega Man, Mega Man, Mega Man, Mega Man, Mega Man, Mega Man, wach auf! Dr. Light, Roll, Rush! Es geht ihm gut. Sie haben ihn repariert, Dr. Light. Wir haben uns ganz schön Sorgen gemacht. Ich muss zurück zum Flughafen, um Dr. Wily und Protoman aufzuhalten. Und was ist mit mir? Okay, steig auf. Du hörst sowieso nicht auf mich, wenn ich dir sage, du sollst hierbleiben. Ich nehme dich lieber mit, da kann ich auf dich aufpassen. Warte, diesmal kriegst du eine Doppelportion Energiedosen. Okay, danke. Düsen wir los. Mein Gesicht wird überall zu sehen sein. Haha. Ich habe alles unter Kontrolle und nichts kann mich jetzt aufhalten. Also, es wird Zeit, dass der Bürgermeister der Stadt sich mir ergibt. Nein! Haltet Mega Man auf! Na los! Thank you.
Nein! Oh, jetzt hast du meine Waffe. Komm nicht her! Oh. Ah. Jetzt besitze ich deine Eispower! Gemacht, Rush! Und jetzt lass ihn fallen! Hab ich dich etwas durcheinander gebracht? Spring rein, Elekman! Nein! Mega Man gehört mir! Das erledige ich höchstpersönlich! Wo ist er denn hin? Deine Tage als Bösewicht sind gezählt, Protoman. Ich bringe dich ins Labor von Dr. Light. Er wird dich zu einem guten Roboter umprogrammieren. Ah, Mega Man hat ihn schon wieder besiegt. Aber dieser blaue Blechzwerg wird eines Tages auch mal verlieren. Meine Roboter sind bald mit dem Flughafen fertig, Bürgermeister. Ich bedanke mich im Namen der gesamten Stadt, Mega Man. Das war ausgezeichnet. Tja, dieser Dank geht an uns alle. Selbst an mich? Ja, selbst an dich, Roll. Und an meinen treuen Robohund Rush. Hey, fang Rush! Also manchmal frage ich mich wirklich, ob Rush richtig verkabelt ist. Hey, komm wieder runter! Wie lange bist du noch da oben?